Hallo und willkommen zurück zu Buried Stars, wo die letzte Folge sehr aufschlussreich war, was Kyoyos Vergangenheit betrifft. Und ich hoffe, wir erfahren jetzt auch noch einiges über Ina oder möglicherweise sogar über C. So, hat Esunyan einen Groll gegen irgendwelche Leute? Speziell gegenüber Hesong und dich, meinst du? Wenn das so ist? Da fällt mir eine Sache ein. Aber stimmt vielleicht nicht. Ja, nun erzähl schon. Dieser Stalker. Der war auch... ja, streng, was Hesong und dich betrifft. Oh, guck mal an. Stalker... ist ja wahrscheinlich C. Und von C wissen wir, dass er Hesong nicht mochte. Aber... dass er Dojo noch nicht mag, weiß ich nicht. Habe ich bisher noch nicht so... ah doch, eigentlich... doch, ich habe schon gemerkt, also zumindest, dass er meine Entscheidung als Spieler nicht mag. Das habe ich schon gemerkt, ja. Jeder wusste doch, dass ich nicht gut klarkam mit Hesong. Ja, das war ja auch in Beastars öffentlich zu sehen. Es gab dann auch Kommentare, die schrieben, dass sie ihn töten möchten. Ja, aber warum ich? Wie, was meinst du damit, warum? Weil Beastars es so aussehen ließ, als ob da eine Romanze zwischen uns entstehen könnte. Ach so... ja, natürlich. Der Stalker ist natürlich Fan von Ina, möglicherweise verliebt. Und der hasst natürlich alle Leute, die Streit mit Ina haben. Das wäre Hesong. Und er hasst aber auch die Leute, die eventuell auch in Ina verliebt sein könnten. Und das wäre dann Doyon. Ja, das war aber eine absurde Geschichte. Das lag nur am Fernsehschnitt. So, das war. Das Schnittteam hat da Sachen zusammengeschnitten, die gar nichts zu bedeuten hatten. Ja, die können, also die Schnittexperten können Probleme aus dem Nichts erzeugen. Meine Frage ist aber, kenne ich den Stalker? Hat er was mit mir zu tun? Wenn das so ist. Ist das nicht die unerwiderte Liebe des Stalkers? Ja, das stimmt, aber... naja, ich denke mal drüber nach. Ja, wir sollten danach vielleicht mal die Details erörtern. Also Ina Stalker war sauer auf Dojon, weil er im Fernsehen oft mit Ina zu sehen war. Und er war extrem feindselig, was Hesong betrifft, weil Hesong immer im Streit war mit Ina. Ariel? Ja, das Passwort war für alle Leute gleich, die Security war furchtbar. Ich habe ja nur Feta benutzt, deshalb war mir überhaupt nicht bewusst, wie riskant es war. Oder wie riskant es hätte sein können. Naja, es war ja ohnehin jeder Account zu der Uhr festgebunden. Ja, und nur Hesong hatte Zugriff zu Fotos und der Cloud. Ja, deshalb konnten wir auch nicht sofort rausfinden. Nein, ja doch. Deshalb waren wir nicht sofort in der Lage herauszufinden, wie es, wie die Informationen geleakt sind. Hä? Eigentlich waren wir deshalb, nur weil Hesong es konnte, eigentlich sehr leicht in der Lage, das rauszufinden. Aber gut. Ja, das will ich doch damit sagen. Selbst wenn wir den verdächtigen Kreis eingrenzen, nur auf Leute, die das Passwort kennen,
Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Naja, so viele können es auch wieder nicht sein. Auf welcher Basis des Wissens erzählst du das jetzt so? Naja, wenn es allgemein bekannt gewesen wäre, dann hätte schon sonst jemand mal Hesongs Fotos irgendwo verbreitet. Ja, das ist natürlich auch wieder logisch. Man muss ja auch den Accountnamen kennen, um in die Cloud zu kommen. Vielleicht können wir denn doch den verdächtigen Pool einkreisen. Ich habe in der Vergangenheit mal was gehört. Ich habe wegen dieser Stalker-Geschichte mal mit alten Mitarbeitern gesprochen. Ich wollte wissen, ob in früheren Shows schon mal sowas gewesen ist. Ja, vermutlich schon, oder? Bingo! In jeder Season gab es einen Stalker. Einer ist sogar mal aufgetaucht in einem geschlossenen Filmset. Ina fuhr fort, während sie sich selbst die Schultern hielt. Er kam sogar zum Filmset für ein Casting oder beziehungsweise ja. Eine Audition Mission ist, glaube ich, eher so eine Challenge, die wir machen mussten. Gab es da etwa ein Leck in dem Zeitplan des Produktionsteams? Wie war das denn möglich? Ja, genau. Der Stalker sammelt sich halt die Informationen, der er nur habhaft werden kann. Glaub es oder nicht, er ist sogar zu einem privaten Abendessen der Wettbewerbsteilnehmer aufgetaucht. Und da wurde er dann letztendlich auch festgenommen. Oh, der wurde festgenommen? Und damit war es dann vorbei? Ina hob das Gesicht und sie sah bitter aus. Sie haben ihn einfach laufen lassen, nur mit einer Verwarnung. Und dieses ganze Verfahren ist einfach im Sande verlaufen, nachdem der Wettbewerbsteilnehmer oder beziehungsweise die Wettbewerbsteilnehmerin aus dem Wettkampf weg war, also nachdem sie ausgeschieden ist. Das ist ja angsteinflößend. Naja, wie dem auch sei. Wenn es um Informationsbeschaffung geht, sind Stalker keine Idioten. Okay, dann die Aussage von dem Mitschüler von Kyoyon. Ein Freund von der Universität, was? Ich war ohnehin schon spät dran und hatte dann noch Probleme mit meinem Universitätsaufnahmeexamen. Und dann habe ich auch aufgegeben. Kyoyo hingegen, der ist aufgewachsen unter einem großartigen Vater. Ja. wenn du das denkst. Und war dann bei einer guten Universität. Das ist doch ein glückliches Leben, oder nicht? Ja, also ich bin kein Freund des Neides. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es jetzt an Grundbedürfnissen mangelt, wenn man keine Wohnung hat und zu wenig zu essen und keinen Zugang zu sauberem Wasser, dann kann man sicherlich neidisch sein. Aber wenn man jetzt so ein normales Leben führt, wie Ina und Dojun. Ja, wir haben doch auch ein gutes Leben gehabt. Warum neidisch sein? Naja, du hast mich wenigstens getröstet mit der Aussage.
Als ich damals in der Highschool war, habe ich mein ganzes Leben der Band gewidmet. Ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, mal zur Universität zu gehen. So, ne? Tja, das ging uns beiden wohl gleich. Ich bereue jedenfalls nichts. Ich war damals total glücklich. Auf jeden Fall. Naja, aber ein bisschen neidisch bin ich trotzdem. Wenn es um das Campusleben geht, da solltest du Kyoyo mal fragen. Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Okay, dann die ausländische IP-Adresse. Ja. Versucht er besonders clever zu sein, indem er jetzt eine ausländische IP verwendet? Afrika ist ganz schön weit weg. Sunyan hat auf jeden Fall Angst vor etwas. So. Wenn das, was er gesagt hat, wahr ist, dann gibt es ja keinen Grund für ihn, sich zu verstecken. Ja, das ist so diese Mentalität, wenn einer was Wahres sagt, braucht er sich ja nicht zu verstecken. Ja, das ist aber leider nicht so. Es wurden ja schon Journalisten umgebracht, die versucht haben, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und, naja, es gibt auch noch andere Leute, wenn man da, na, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt schon, ihr wisst ja, Leute, die auch die Wahrheit irgendwo mal ausposaunt haben und gewisse Regierungen fanden das gar nicht so lustig und, deshalb sind die jetzt ein Leben lang auf der Flucht. Ach so. Ja, die haben einfach gelabert, oder die Person hat einfach gelabert und so getan, als wäre sie Sunyan. Das Foto wurde ja Hesong gestohlen. Naja, wir werden die Identität von dieser Person schon noch rauskriegen, wenn wir weiter suchen. Sie müssen für das Unheil bezahlen, was sie hier ausgelöst haben. Wir haben es beinahe geschafft. Okay, dann, dass der Account noch nicht gesperrt wurde. Oder? Ja, warum ist da noch nichts passiert? Ja, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen geduldig sein. Ich kann es gar nicht abwarten, zu sehen, bis die Person enttarnt wird. Dann soll sie dafür bezahlen, für ihren diabolischen Mund. Ich werde sie nicht entkommen lassen. Naja, wenn man dann die Art und Weise bedenkt, was sie so erzählt, die Person, glaube ich nicht, dass die so schnell klein beigibt, also eigentlich begraben, dass sie das schnell begraben wird. Ja, wir bleiben auf jeden Fall wachsam, bis die Person gefasst wird. Was meinst du, wofür gibt es überhaupt Gesetze? Das ist doch genau, um so einen Abschaum mal zu fangen. Jetzt reden wir auf einmal über das Gesetz. Ach so. Ja, genau, das Gesetz. Die wichtige Sache ist doch die, sie ernsthaft zu bestrafen. Ja, ich bin ja bei Ina nicht so sicher, was ihre Vergangenheit betrifft. Ist sie jetzt eher selbst vielleicht mal Straftäterin gewesen und möchte nicht, dass es rauskommt? Oder war sie mal Opfer eines Verbrechens und ist deshalb jetzt auch so geheimniskrämerisch. Man weiß es nicht. Vielleicht auch gar keins von beiden, kann auch sein. Ah, das ist die einzige Möglichkeit, den Teufelskreis zu durchbrechen. Also schwer zu bestrafen, nur dann kann man den Teufelskreis brechen. Auch da jetzt die Frage,
möchte sie ihren eigenen Teufelskreis durchbrechen oder wäre sie froh, wenn vorher ein Teufelskreis durchbrochen worden wäre, damit sie nicht hätte leiden müssen und so. Also Ina hasst das Verbrechen. Sie glaubt, dass harte Bestrafungen notwendig sind, um diesen Verbrechenszyklus zu durchbrechen. Ina, alles klar bei dir? Nee. Ja, was glaubst du denn? Kommst du jetzt gerade klar mit der derzeitigen Lage hier? Mich kotzt das jedenfalls an. Ja, jetzt reg dich doch nicht direkt so auf. Genau das will es Sunyan doch. Moi. Ja, ich weiß. Und wo ist überhaupt der Sinn darin, hier jetzt sauer zu werden? Du solltest auch mal beten, dass es Sunyans Identität so schnell wie möglich enthüllt wird. Also, ist die Frage, gehört es Sunyan zu den Top 10 des Teilnehmerfeldes? Wir haben die Uhren ja bereits im Finale erhalten. Ja, aber es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis wir die nützlichen Funktionen auch nutzen konnten, bis die entsperrt wurden. Haben Sie sie nicht eigentlich nochmal wieder eingesammelt und gesagt, dass Sie da nochmal was dran tweaken müssen, also was dran ändern müssen? Und als ich die Uhr schließlich wieder bekam, war sie quasi zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, da hat eigentlich dann nichts mehr funktioniert, nur noch Vater. Ja, und du gerade hast doch kaum Vater benutzt. Ja, Vater, das war einfach nicht so meins. Ja, das passt zu dir. Jedenfalls müssen alle Wettbewerbsteilnehmer dann doch das Passwort gekannt haben. Wir haben also den Pool der Leute eingegrenzt. Ja, wer weiß. Was ist, wenn die Annahme, dass es Sunyan zu den Top 10 gehört, nicht stimmt? Ja, das stimmt. Vielleicht gehen wir dann zurück auf Start. Bei den Überlegungen. Tja, dann die Annahme, dass es ein Crewmitglied sein könnte. だとしたら. Wahrscheinlich wissen nicht alle Crewmitglieder das Passwort, aber einige sicherlich schon. Aber warte mal, ich bin da, glaube ich, einer Sache auf der Spur. Ich habe nämlich einmal mein Passwort vergessen. Warum kann sie das Passwort vergessen? Also ich würde mal sagen, ich will jetzt keinen Stress mit ihr, deshalb sage ich mal, kann passieren, dass man das vergisst. Aber was mir da gerade einfällt, ist, möglicherweise werde ich in dem Spiel nochmal gefragt und deshalb sollte ich mir mal eine Notiz machen. Weil es jetzt nochmal erwähnt wurde, sonst hätte ich es nämlich nicht mehr gewusst. So. Ja, man kann das Passwort mal vergessen. Kann passieren. Hey, ich rede davon, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht jetzt. Ja, und wann?
Naja, kurz nachdem ich meine Uhr bekam. Offen gesagt, war mir das Passwort ja ziemlich egal, als man die Uhr uns gegeben hat. Und vielleicht fiel es mir deshalb schwer, mich daran zu erinnern. Ich war in Gedanken verloren, die Uhr an meinem Handgelenk. Aber dann kam ein Mitglied des Personals zu mir und ein Mitglied der Crew und hat das Passwort verraten. Jetzt lass mich doch mal ausreden, ja. Ein Fater-Account-Manager kam dir die Person bekannt vor. Nein, überhaupt nicht. Also begreifst du es jetzt? Es gibt auch Leute von der Crew, die ganz genau die Regelungen mit der Uhr kennen. Damals kam es mir komisch vor, aber jetzt noch schlimmer. Okay. Dann nochmal, was den Stalker betrifft. Ah, ich brauche mal eine Pause. Alles klar bei dir? Sollen wir aufhören zu reden? Ich würde lieber über was anderes reden. Wenn wir über den Stalker reden, dann stresst mich das einfach sehr. Da kriege ich noch einen Burnout. Oder habe ich Unrecht? Möchtest du es riechen? Bitte? Nein, ist egal, war meine Schuld. Warum siehst du denn so abgelenkt aus? Ich mag es ja, wie du versuchst, den verdächtigen Kreis einzugrenzen, aber wir sollten auch mit anderen Themen weitermachen. Okay, okay, okay. Soll ich jetzt hier nochmal weitermachen? Ja, reden wir mit den beiden auch noch gerade mal über den Stalker. Natürlich ist es ein Verbrechen, jemanden zu stalken. Die Zeit ist vergangen, aber... Nein, die Zeit verändert sich. Die Zeit ist vergangen. Aber diese Menschen ändern sich einfach nie. Gab es da bei euch auch viele Stalker, als du noch bei Beloved warst? Das war übel. Ich habe da ein paar widerliche Fälle gesehen. Wo wir gerade davon sprechen, fällt mir gerade was ein. Entweder sagen wir jetzt, ich möchte nichts davon hören, es könnte stressig sein. Unser Stresslevel ist momentan sehr gut. Deshalb denke ich, ist es schon interessant, das zu hören. Es wird mich Stress kosten. Aber, ja. Also, was ist es denn? Es könnte nützlich sein, es zu erfahren. Ja, das sehe ich auch so. Ich erzähle dir jetzt mal, wie sie versucht haben, an Informationen zu kommen. Chu Yong begann ihre Geschichte, während sie auf ihre Füße starrte. Sie sind einfach auf den Manager oder auf das Agenturpersonal zugegangen. Und das wirkte alles so, als ob die Begegnung rein zufällig wäre. Achso, die haben sich quasi angefreundet mit diesen Leuten, ja. Und dann haben sie diese Verbindung benutzt, um persönliche Geschichten auszugraben oder Terminpläne herauszufinden. Teilweise haben sie sogar Mitglieder der Agentur bestochen. Und wenn denn einmal eine freundschaftliche Beziehung existiert oder Geld geflossen ist, dann ist es schwer, Nein zu sagen. Das ist ja widerlich. Also nein, das ist ja widerlich viel Anstrengung, um jemanden zu stalken. Ja, überraschend, oder?
Und das ist aber oft passiert. Stalker, mhm. Ja, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man in meine Privatsphäre eindringt. Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Stalker Informationen über die Wettbewerbsteilnehmer hat? Sie könnten alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um an die Informationen zu kommen. Es-Sunyan hat jeden Wettbewerbsteilnehmer attackiert. Stalker sind normalerweise besessen von einem einzigen Ziel und nicht von vielen oder von allen. Ja, dann ist Es-Sunyan möglicherweise nicht der Stalker. Wir sollten einfach mal jemanden um Rat fragen, der vielleicht ein paar gute Ideen über unsere Lage hat. Wir können ja nicht ständig unter uns reden, ohne zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. Okay. Ja, Say, gibt es einen Groll? Oder hat Es-Sunyan einen Groll in die Top 5? Heisong hatte so viele Hater. Ja, aber Hater und Menschen, die einen Groll gegen jemanden hegen, sind nicht die gleichen. Naja, heutzutage kann man das nicht so genau sagen. Die Menschen sind heutzutage so ungeduldig, dass sie zu allem fähig sind, wenn sie, ja, angepisst sind. Wo wir aber gerade von Hatern sprechen. Du, Dojun, hattest da auch ziemlich viele Hater in letzter Zeit. Ja, ich weiß. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat Es-Sunyan speziell Heisong und mich ins Visier genommen. Tja, was das betrifft. Wie ist es denn mit deinen Bandmitgliedern? Als Verdächtiger, meinst du? Dojun hielt kurz den Atem an. Nein, Masquerade ist für mich was ganz Besonderes. Nein, ich rede nicht darüber, was deine Meinung ist. Du weißt nie, was im Kopf der anderen Mitglieder vorgeht. Der Plattenvertrag wurde gecancelt und das Team ist von innen zerbrochen. Dojun wollte nichts verderben, aber er musste, also er wollte anderen nicht die Suppe versalzen, aber er musste halt gegen den Deal stimmen. Denn er wollte, dass die Band, so wie sie existierte, zusammenbleibt. Er erinnerte sich noch an die Zeit, die sie miteinander verbrachten und an die euphorischen Augenblicke der Live-Konzerte. Ganz egal, achso, jetzt sagt Sei wieder. Ganz egal, was du über deine Bandkollegen denkst, sie sehen die Sache möglicherweise völlig anders. Das kann sein. Als er sagte, dass er die Band beschützen will, haben die Mitglieder der Band, die gegen seine Entscheidung waren, einfach ja, nur die Stirn gerunzelt oder waren halt gegen ihn. Dojun hat nur versucht, die Band zu beschützen, aber seine Entscheidung hat einen größeren Konflikt ausgelöst. Die Mitglieder, die nicht auf Dojuns Seite waren, haben nur abgewunken, als Dojun da diese Erklärung geliefert hat. Dojun schüttelt den Kopf.
Aber ich bin ja nicht das einzige Ziel von Es-Synyan. Wenn also eins meiner Bandmitglieder der Verdächtige wäre, das wäre absurd. Naja, ich wollte nur vorschlagen, dass du keine Möglichkeit außer Acht lässt. Ja, was ist mit dem Personal? Es-Synyan tut ja so, als wäre er Synyan. Fällt dir da jemand ein? Wow, ja, damit wird der verdächtigen Pool natürlich viel größer. Es ist wahrscheinlich, dass He-Song sich den Zorn des Personals zugezogen haben könnte, die sich um Shows kümmern, nicht nur, also nicht um Beastars. Also das Personal anderer Shows könnte eventuell He-Song nicht gemocht haben. Aber wenn wir jetzt alle Leute überlegen, die es hätten sein können, dann verlieren wir uns sehr in Details. So, dann diese Passwortgeschichte. So, komm. Ja, Passwortsicherheit war schlampig. Einfach nur, damit es leichter zu verwalten ist, haben alle das gleiche Passwort bekommen. Demo. Aber zumindest wusste nicht jedes Crewmitglied das Passwort. So desu yo. Ja, das stimmt. Nur das relevante Personal wusste es, glaube ich. Das Personal hatte auch eigentlich viel andere Sachen zu tun. Tja, also kann man nur schwer sagen, wer vom Personal verdächtigt wäre. Wir neigen ja dazu, nicht klar zu antworten, um uns selbst zu verteidigen. Hä? Wenn irgendetwas Schlimmes passiert, dann sind die Staff-Mitglieder die ersten, die auf Fater gevierteilt werden. So. Ja, weiß ich. Das war schon oft so. Wenn wir unsere Perspektive noch ein wenig erweitern, dann könnte ja auch ein Hacker eine mögliche Erklärung sein. Unsere Accounts waren schon immer verwundbar, gehackt zu werden, weil das Sicherheitsniveau so niedrig war. Vielleicht sind unsere Accounts alle schon gehackt von jemandem da draußen. Okay. Dann die Informationen, die Es-Synyan hat über die Top 5. Also, wenn wir nur mal an die Leute denken, die persönliche Informationen über Wettbewerbsteilnehmer haben könnten. Ja, dann sind es weniger, ne? Ich könnte da falsch liegen, aber dann sollte man nur das Beastars-Personal berücksichtigen. Und davon noch nicht mal alle. Und dann gibt es ja noch Personalagenturen, an die Arbeiten outgesourced wurden. Also die Background-Checks zum Beispiel. Das wär's dann? Nein, es gibt dann noch eine weitere Gruppe, die auch in Frage kommt. Hi. Denn die Wettbewerbsteilnehmer können ja auch noch was machen. Oder was wissen. Denn wie man so schön sagt, der Leuchtturm leuchtet nicht sein eigenes Fundament an. Okay, dann die Geschichte mit Kyoyo, dass er lange nicht bei der Schule war oder bei der Uni war. Ich schätze, Kyoyo war wirklich ein mysteriöser Geselle. Von Grund auf. Soka. Ich kann gar nicht glauben, dass ich nichts über den Unfall wusste.
Hä? Jojo tendiert dazu, die Linie zu ziehen. Was ist damit gemeint? Dass er auf dem Grat wandert? Wir merken das nur nicht, weil er meistens immer so super freundlich ist. Ach so, jetzt weiß ich, was mit der Linie dann wohl gemeint sein dürfte. Dass Kyojo sich abgrenzt, also quasi sich abschottet, nichts von sich preisgibt. Und das fällt halt nicht so auf, weil er halt immer so freundlich ist. Ich spüre, dass er die Distanz wahrt von Menschen in einer sehr höflichen Art. Denn ich vermute, der Fater Post diente nicht dazu, ihn zu kritisieren. Hi. Ja, es sieht so aus, als ob Kyojo sich noch keine Feinde gemacht hätte. Anders als bei Hesong, die ja alles probieren, um seiner habhaft zu werden. Ich schätze, Kyojo ist auf dem ersten Platz aus gutem Grund. Alles läuft bei ihm. Karriere, Geld, Ruhm. Und Glück hat er auch. Ich beneide alles an ihm. Sein Talent, sein Glück, seine Familiengeschichte. Ja, weil du ihn nicht kennst. Allerdings ist er jetzt auch nur einer der Überlebenden, der auf Rettung wartet. Okay, dann die fremde IP-Adresse. Du hast gesagt, Estunian benutzt eine ausländische IP, richtig? Ja, und zwar aus Afrika. Das ist typisch. Sie verheimlichen ihre IP, um damit ihre Identität zu verheimlichen. Heißt das, wir können die Person nicht fangen? Doch, das können wir, wenn wir sie tracken können. Aber das ist nicht leicht. Ja, ich habe da mal einen Artikel gelesen. Man muss halt Daten sammeln und diese Daten halt übermitteln. Ja, und wie wollen wir das hier drin gefangen tun? Ja, da hast du recht. Mit der Uhr kann man da nicht viel machen. Mit deinem Notebook hingegen, mit deinem Pad zum Beispiel schon zäh. Aber davon wissen wir ja nichts. Ich bete einfach, dass jemand da draußen ja, quasi mitschreibt, was alles auf Fater passiert. Estunian muss dafür bezahlen, dass er hier die Hölle auf Erden ausgelöst hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Estunian jetzt ein Mörder ist oder einfach nur ein Internetfreak. Einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay, dann ist der Account noch nicht gesperrt wurde. Ich habe da auch gar nichts erwartet. Es ist total unwahrscheinlich, dass sich die Leute direkt darum kümmern. Ja, ich frage mich, wie lange sie ihn noch so machen lassen. Der stört doch die ganze Ruhe da. Ja, aber das ist typisch für Väter. Es ist ja ein ausländischer Dienst. Wir könnten schon morgen einen Haftbefehl haben, aber solange dieser Fall läuft und das eventuell Monate dauert, sind uns die Hände gebunden. Ja, also wenn man jetzt wüsste, wer Estunian ist, dann könnte man schon einen Haftbefehl morgen haben, aber um das erstmal rauszufinden, das dauert.
Hat denn Vater hier in diesem Land keine Zweigstelle? Hi. Vor Jahren haben sie mal drüber gesprochen, eine hier aufzumachen. Aber du weißt, was es bedeutet. Ja, und warum wurden dann die offiziellen Beastars-Accounts direkt auf Vater gemacht? Naja, das musste man so machen, weil dort die meisten User sind. Ihnen war völlig bewusst, dass es da auch viele bösartige User gibt. Beastars hat bereits... Beastars war sich dessen bewusst, dass es viele Beschwerden geben würde von diesen Vater-Usern. Umso größer der Pool der User, umso größer ist eben auch die Aufmerksamkeit, die die Show bekommt. Wie du weißt, man muss sich auch für eine Person interessieren, um verbal gegen sie vorzugehen. Say nickte, aber sein Gesicht wurde wieder grimmig. Aber dass es so übel kommen würde, da hatte niemand mit gerechnet. Okay, dann die Annahme, dass es um die Top 10 gehen könnte. Hi. Ja, im Finale gab es die Uhren. Arata. Passwort für alle gleich. Kein Grund, es zu ändern. Und ehrlich gesagt war die Uhr noch nicht mal komplett fertig entwickelt. Oh, gibt es da noch eine Geschichte dahinter, die ich nicht kenne? Ich kenne die Details nicht, aber ihr hattet doch auch so kleinere Probleme, oder du hattest doch auch so kleinere Probleme, als du sie benutzt hast, oder? Ja, einige Funktionen arbeiten noch nicht vernünftig. Hi. Ja, unseren Sponsoren war die volle Funktionalität der Uhr völlig egal. Hauptsache, sie ist im Fernsehen zu sehen. Und ich habe mir da aber Sorgen gemacht. Aber jetzt ist die Uhr das Einzige, was uns noch mit der Außenwelt verbindet. Okay, dann die Annahme, dass Esunyan zum Personal gehören könnte. Du interessierst dich ausgesprochen viel für die Arbeit des Personals. Naja, ich brauche da mal konkrete Infos. Wer waren die Vater-Manager? Masaka. Verdächtigst du schon wieder das Personal? Hallo. Ja, wir müssen doch einfach mal den Kreis der Verdächtigen eingrenzen. Demo. Naja, aber es klingt so, als würdest du mich verhören. Ich kann mich nicht an alle Namen von denen erinnern. Ja, tut mir leid. Dann gib mir Bescheid, wenn du dich mal an irgendeinen erinnerst. Also, wir hatten ja mal das Gespräch, wo irgendeiner sich hier erinnerte, tatsächlich, dass Sei auch beim Personal war. Ansonsten würde ich jetzt mittlerweile auch glauben, dass Sei niemals Crewmitglied war, sondern sich hier als Stalker nur so reingezeckt hat irgendwie. Aber ganz früher haben ja mal hier andere Leute hier gesagt, die kennen Sei. Also als Floor Director oder Floor Manager. Und das ist übrigens tatsächlich, ich hatte nochmal nachgegoogelt, also man kann im Prinzip sagen, es ist sowas wie ein Aufnahmeleiter. Hi. Tut mir leid, dass ich überreagiert habe. So desu kedo. Immer, wenn man beim Personal rumstochert, dann passieren schlimme Dinge. Das fühlt sich nicht gut an. Ich weiß, du meintest es nicht so. Ich habe es einfach falsch aufgefasst.
So, dann in Sachen Stalker. Say, red doch mal ein bisschen über den Stalker. Gibt bestimmt wieder seelischen Stress für uns. Ja, das ist verdächtig. Wenn da tatsächlich Bestechungsgeld geflossen wäre, dann wäre es leicht gewesen, Hilfe zu finden. Es ist schwierig, die persönlichen Deals nachzuverfolgen. Willst du damit sagen, jemand vom Personal hat die Informationen, die Esunyan hat, verkauft? Ja, man kann es zumindest nicht ausschließen. Das Problem ist, es gibt da keine richtigen Beweise. Okay, die Annahme eines Grolls. Hi. Willst du noch mehr hören? So, datta. Naja, wir haben ja Esunyan nur als Wettbewerbsteilnehmer kennengelernt. Also wir sind Wettbewerbsteilnehmer, Esunyan, nein, nicht Esunyan, sondern nur Esunyan ist die Produzentin. Ich frage mich, wie das Personal über sie gedacht hat. Und deshalb frage ich dich. Also, zunächst einmal haben wir eine gemeinsame Meinung bezüglich unserer Beziehung zu ihr. Wir alle sind uns einig, dass es... Nein, ich sage jetzt immer wieder Esunyan. Wir alle sind der Meinung, dass Esunyan alles mit uns tun kann, was sie will. Wir sind alle entbehrliche Werkzeuge. Sie benutzt uns einmal und dann schmeißt sie uns weg. Ich wusste nicht, dass sie so übel ist. Das liegt halt daran, dass sie dich, also ihr Verkaufsprodukt, jemals schlecht behandelt hätte. Natürlich hat sie euch anders behandelt als uns. Okay. Tja. Dann hatten die schon einen Grund, sauer auf Esunyan zu sein. Sorry, Nara. Ja, war klar. Du meinst, Esunyan gehört zum Personal, oder? Ja. Nicht unbedingt. Ich sammle jetzt nur Informationen, um den verdächtigen Kreis einzugrenzen. Naja, es wirkt so ein bisschen so, als wolltest du uns in die Ecke drängen. Was, wenn du falsch liegst? Tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht persönlich angreifen. Ja, ich weiß, das ist nicht so gemeint. Aber wer interessiert sich überhaupt für einen Dienstboten wie mich? Say, jetzt mach dich nicht kleiner, als du bist. Yuma. Genau das hat Hesong immer zu mir gesagt. Doyun wusste nicht, was er sagen sollte. Das Personal war auch nicht gerade begeistert, was Hesong betrifft. Er ignorierte uns und hat auf uns herabgesehen, als ob er was Besseres wäre. Okay, dann die Annahme, dass es ein Hacker sein kann. Man kann es nicht ausschließen. Sicherheit war nie groß geschrieben. Den Account zu hacken wäre leicht, wenn jemand es wirklich drauf anlegt. Ich dachte, jeder hätte hier so ein Security-Training mitgemacht.
Sei zuckte nur mit den Schultern. Vielleicht die Manager und die Vollzeitbeschäftigten. Aber es gab auch viele Teilzeitkräfte, die hier im Studio gearbeitet haben. Wenn man da den niedrigen Lohn berücksichtigt, kann man nicht allzu viel von denen erwarten. Haben sie denn keinen Vertrag unterschrieben? Es muss doch ein paar Klauseln geben, was die Sicherheitsrichtlinien betrifft. Erinnerst du dich an alles, was in deinem Vertrag steht? Ja, ich habe möglicherweise ein paar Sektionen übersprungen. Ja, da muss ich an meinen persönlichen Arbeitsvertrag denken und muss wirklich sagen, der ist sehr kurz. Also da kann man gar nichts überlesen. Ich müsste lügen, aber eine Seite einfach nur. Also ein paar Sätze ist einfach der Arbeitsvertrag. Aber es ist hier bei solchen Knebelverträgen für die Wettbewerbsteilnehmer ist natürlich was anderes. Ja, du bist ein Wettbewerbsteilnehmer. Deshalb ist es für dich logisch. Die meisten unterschreiben das ganze Papier einfach, ohne überhaupt nur einen Satz zu lesen. Okay, wer hatte keinen Zugang zu Informationen? Die Agenturen, die Background-Checks machen sollten. Ja, was waren das so für Firmen? Tja, was soll ich dazu sagen? Soweit ich weiß, war die Arbeit geteilt zwischen vielen, Subkontraktoren, also Subunternehmen. Also habt ihr verschiedene Subunternehmen damit beauftragt? Ja, denn am Anfang gibt es doch so viele Wettbewerbsteilnehmer und das werden aber sehr schnell weniger. Sie zögerte und senkte den Kopf. Aber diese Verträge wurden alle beendet. Oder gekündigt. Alle? Ja. Jedenfalls bin ich sicher, dass sie nicht so einfach die Informationen hätten verbreiten können. Ich habe dir vorher schon mal gesagt, es gab da eine Verschwiegenheitsklausel in dem Vertrag. Selbst wenn die Show so ins Verderben gerät wie jetzt, oder? Ach so, es geht jetzt darum, wenn jetzt die Verträge einfach gekündigt wurden von den Subunternehmen, dass die sich denn aus Rache irgendwie da was geleakt haben, Informationen. Oder? Ja, dass sie eventuell den Schadensersatz leisten müssen, wenn sie Informationen rausrücken. Ja, das vermute ich eher. Die Gefahr des Schadensersatzes wäre halt da gewesen. Wahrscheinlich wird Sei nicht mögen. Immer wenn ich logisch nachdenke und antworte, dann mag Sei das nicht. Wenn man sie erwischen würde, müssten sie halt Schadensersatz leisten. Ja, Beastars ist zusammengebrochen, nicht die Produktionsfirma. Background-Checking ist ihr Job. Und wenn man sie erwischen würde, dass sie da mit Schindluder treiben, dann kann das einen Prozess bewirken. Also einen Gerichtsprozess. Ja, und einfach nur so aus Hass diese Aktion zu machen, dafür wäre das Risiko halt zu hoch. Es ist besser, einfach die Klappe zu halten, wenn die Situation instabil ist. Selbst wenn Esunyan damit zu tun hat, bin ich sicher, dass es da eher was Persönliches war. Also, selbst wenn Esunyan Teil einer Background
Firma wäre, dann war nicht die Firma der Verursacher, sondern es war halt die persönliche Geschichte von Essenia. Die Agentur wird niemals so etwas zugeben. Ja, gibt es also eine dritte Partei, die da involviert ist? Fragezeichen. Okay, durch die Sachen, die ich mit Say besprochen habe, habe ich jetzt hier wieder Sachen, die ich sagen kann. Okay. Also, Trujong. Hater oder Crewmitglieder? Ich bin nicht sicher, ob Groll überhaupt das richtige Wort ist, was man hier verwenden sollte. Naja, lassen wir das dann aus der Diskussion raus. Hater können doch auch einen Groll haben. Da rede ich von meiner eigenen Erfahrung von Beloved. Ist da was Besonderes passiert? Nein, nicht keine große Sache. Aber da waren halt viele kleinere negative Sachen. Könnte man das einen Groll nennen? Das wäre vielleicht ein bisschen vage. Und was ist jetzt mit dem Personal? Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich über das Personal spreche. Okay, dann die Annahme, dass Essunian ein Hacker sein könnte. Ein Hacker, das klingt mir eher unwahrscheinlich. Naja, wir hatten da über das Passwort nachgedacht. Naja, aber es hat ja niemand Geld verlangt oder so. Okay, natürlich, manchmal geben Hacker Informationen einfach so aus Spaß an der Freude preis. Meinst du, wir raten einfach hier jetzt nur? Oder sinnlose Raterei? Naja, diese Person hat ja einen speziellen namentlichen Account benutzt, um hier aufzutreten. Und diese Person scheint missgestimmt zu sein, möglicherweise sogar frustriert. Ein Hacker, der nichts mit uns persönlich am Hut hat, der würde doch nicht so weit gehen. Artemis. Ja, das stimmt. Das klingt eher unwahrscheinlich. Vielleicht lassen wir einfach mal Dinge weg, die nicht so wahrscheinlich sind. Okay, dann Scope of Information. Also ich glaube... Ich habe noch gar nichts gesagt. Naja, warte, ich wollte eine Sache nochmal durchgehen. Ich denke jetzt gerade mal nach. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Wusstest du das nicht? Nein, es ist das erste Mal, dass ich dich in dieser Pose sehe. Naja, jedenfalls habe ich drüber nachgedacht. Jeder da draußen hätte die Möglichkeit, unsere Informationen zu finden, wenn er nur entschlossen genug wäre. Da draußen? Naja, ein Privatdetektiv zum Beispiel. Willst du damit sagen, Essunian hat einen Privatdetektiv angeheuert? Naja, ich dachte nur, es war jetzt nur mal so rumgeraten, um rauszufinden, wer Essunian alles sein könnte. Naja, damit erweitert sich dann unser verdächtigen Pool. Na, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Es war nicht der Rede wert. Naja, das war eigentlich lächerlich und es ist mir jetzt auch peinlich. Ja, Privatdetektiv hatte ich auch schon mal im Sinn bezüglich Say, dass er möglicherweise Privatdetektiv sein könnte. Aber weiß es nicht. So, dann Kyojo, dass es ein Groll sein könnte. Hm.
Ja, aber was hat Hesong jetzt mit dir zu tun? Offen gesagt, glaube ich einfach nur, dass es die Macht des Schnittes ist, der Sendung. Ja, okay, ich versuche über etwas anderes zu sprechen. Deiner Meinung nach, warum habe ich plötzlich Hater bekommen? Ach, das soll ich dir jetzt sagen? Naja, ich habe schon eine Ahnung. Aber die Leute um mich herum, die haben vielleicht andere Ideen. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber... Naja, ich denke halt, Masquerade. Das könnten meine Hater sein. Also ein Teil von Masquerade. So muss ich es nicht mehr sagen. Es tut mir leid, ich war auch überrascht. Wenn du tiefer gehst, hat jeder seine Hater. Was mich betrifft, hatten meine alten Fans plötzlich einen Sinneswandel, nachdem ich ins Finale gekommen bin. Die Fans, die immer an seiner Seite waren, seit Anfang an. Sie wussten, welche Reise und welche schweren Zeiten die Band durchmachen musste. Gerade deren Kritik schmerzte besonders stark. Ja, nachdem das Finale begann, viele Fans kritisierten ihn. Auch die, die am Anfang auf seiner Seite waren, wurden jetzt zu Kritikern. Und das war so wie ein Dolchstoß in sein Herz. Ja, es gab neue Leute. Also Hälfte-Hälfte momentan. Also die Hälfte seiner Kritiker sind Leute von der alten Band, also sind Fans der alten Band. Und die andere Hälfte sind neue Hater. Hm. Ja, die Story hat sich verbreitet und die Menschen haben mich dann kritisiert. Jo. Naja, ich möchte aber auch mal, dass du nicht nur Schatten siehst, sondern auch das Licht. Naja, ich sag das jetzt ja nur wegen Asunyan. Und was mit Hesong? Ja, das ist ja ein Skandal. Die Erwartungen waren so hoch. Und deshalb war auch der Zorn nach dem Verrat so groß. Ah. Ich glaube, wir sollten nicht mehr darüber sprechen. Okay, dann die Annahme, dass es ein Hacker sein könnte. Ich verstehe den Kontext nicht. Naja, wir dachten nur dran, weil dass jemand ja in die Cloud gehackt sein muss. Naja, aber warum würde jetzt ein Hacker so tun, als wäre er Sunyan? Auf jeden Fall hat die Person Aufmerksamkeit bekommen, wenn das denn das Ziel war. Ja, haben wir uns möglicherweise nur auf die Fotos konzentriert. Nein, wir haben versucht, herauszufinden, wer verdächtig sein kann. Wir müssen allen Hinweisen nachgehen, die uns zur Verfügung stehen. Also, gehen wir nochmal alles durch. Also, was ich so gehört habe, gab es auch Gerüchte unter den Wettbewerbsteilnehmern.
Ja, das musste ja so sein, weil Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds an einem Ort zusammengefercht wurden. Die meisten Gerüchte waren aber grundlos. Nur ein paar von denen klangen plausibel. Ja, da bin ich neugierig. Worum ging es denn? Soka. Über wen speziell redest du? Jetzt bin ich neugierig geworden. Jo. Dojon, ich sage einfach nur, dass ich davon gehört habe. Es ist ein Gerücht. Niemand kennt die Wahrheit. Es sei denn, du bist tatsächlich persönlich betroffen. Es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Die Wettbewerbsteilnehmer wussten nicht viel, was die anderen Teilnehmer so machten. Ich rede jetzt ja nicht über die Glaubwürdigkeit von Gerüchten. Was mich stört, ist, dass eine von den Sachen, die Esynjan erwähnt hat, ein Gerücht ist, was unter uns Wettbewerbsteilnehmern kreiste. Wir sollten drüber nachdenken. Eine von den Sachen, die Esynjan gesagt hatte, waren wohl Gerüchte, die eben von den Beastars-Wettbewerbsteilnehmern verbreitet wurden. Okay. Nochmal Inna. Hater, ich weiß ja nicht. Es ist so vage, Esynjan für alles zu beschuldigen. Du hältst es nicht für logisch? Naja, selbst wenn diese Person ganz viel Zeit und Leidenschaft hat. Ich verstehe ja, dass du und Hesung viele Hater haben, aber ich selbst hatte ja auch ganz schön viele Hater und dann noch diesen Stalker. Okay, also sind wohl keine Hater Esynjan. Jetzt wirkst du so enttäuscht. Mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das schon noch raus, wer es ist. Denk weiter drüber nach. Okay, dann vielleicht ein Hacker. Jemand könnte schon oft das System gehackt haben. Es gab auch einen seltsamen Unfall, während Fater benutzt wurde. Aha, und was? Naja, ich habe einmal eine Login-Fehler-Nachricht bekommen, als ich Fater gar nicht benutzt habe. Oh, da hat jemand versucht, Inas Passwort rauszufinden. Hat jemand versucht, sich dort einzuloggen? Und dann gab es eine Meldung für Ina. Jemand hat ein falsches Kennwort benutzt. Und ich hatte auf einmal neue Fater-Freunde, die ich niemals hinzugefügt hatte. Da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Aha. Da würde sie jetzt auf jeden Fall sauer werden, wenn ich sage, oh, hast du das vielleicht falsch in Erinnerung? Nein, da stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. So. Ja, wie würdest du überhaupt diesen Login-Fehler erklären? So. Ja, erst dachte ich ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber Gott sei Dank kann man von
ja nur von unserer eigenen Uhr unseren Fate-Account nutzen. Ich habe sogar das Personal darum gebeten, das Passwort für mich zu ändern. Aber sie haben sich geweigert. Wenn das stimmt, dann sollte auch der Stalker in die Verdächtigenliste aufgenommen werden. Ja, da bin ich mir aber ganz sicher. Wenn nicht, warum wäre mir das sonst passiert? Ja. Ist das nicht ein bisschen viel? Ich schätze, nicht jeder hatte Zugang zu den gleichen Informationen. Es muss da qualitative Unterschiede geben. Hey, warte mal. Mir fällt da gerade was ein, was einer der Drehbuchschreiber, also der Skriptschreiber, mir mal erzählt hat. Sie sagte, sie teilen unsere Informationen, wenn sie die Skripts schreiben für die Audition, also für die Show. Also, das heißt, für jede TV-Show wird so eine Art Skript geschrieben, so eine Art Drehbuch. Und da kommen dann mehrere Autoren zusammen. Und die schmeißen halt erstmal alles im Raum, was sie über die Wettbewerbsteilnehmer so wissen. Ich hörte, die Informationen gehen dann an die Autoren, an die Regie und an den Schnitt. Entweder sagen, das ist Teil der Show oder wir sagen, zu welchem Ausmaß. Ich frage mich, welche Art Informationen da weitergegeben wurden. Wenn das Informationen sind, die dann jetzt von Asynian preisgegeben wurden, dann ist es ein Problem. Ja, genau. Ich sehe da Geschichten, die ich niemals erwähnt habe. Wir sind ja hier, um an einem Wettbewerb teilzunehmen und nicht um private Informationen zu verkaufen. Wenn Sie da in unser Privatleben eindringen, dann sollten Sie wenigstens sorgfältig mit diesen Informationen umgehen und dafür sorgen, dass sie nicht in falsche Hände gerät. Aber wir sollten jetzt hier nicht darüber sprechen. Okay, endlich, final. Es ist fertig. Was für ein Gesprächsmarathon. Und wir können nochmal telefonieren. Davor werde ich aber mal absafen. Weil ich ja gerne möchte, dass dieses Telefonat auch irgendwas bringt. Also jetzt müssen wir mal gucken, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Ich bin schon viel zu weit. Da sind wir zuletzt gewesen. Spielstand 12. Ja. So, und dann sind wir mit allen eigentlich guter Dinge. Kann ich hier jetzt eigentlich noch irgendwas ändern wieder, oder? Das hatten wir ja vorher schon mal gemacht, also. Ändert sich nichts. Dachte, war das Messenger? Also, da könnte man das nochmal nachlesen.
uns das. Okay. Ranking ist... Ja, sieht übel aus für Dojun. Telefonieren wir. Mit... ich will nochmal mit Ina telefonieren. Na, was geht? Ich gucke gerade auf Phaethan rum. T. Yoshie. Ossarete-ると思ったら、また次の手を打ってくるよね. Jedes Mal, wenn es Sunyan in die Ecke gedrängt wird, enthüllt er etwas Großes. この中にいるって言い張るから、そうじゃないかもって気もする. Es Sunyan versucht so sehr, die Menschen davon zu überzeugen, dass er hier bei uns ist, dass ich jetzt glaube, dass es Sunyan eben nicht bei uns ist. Willst du damit sagen, dass wir nicht auf alle Kommentare da reagieren sollten? Ich hätte es jedenfalls nicht gemacht. Wenn es Sunyan jetzt einfach nur so ein Betrüger ist, ist das vielleicht sogar noch schlimmer. Wieso? Frag doch nicht solche Sachen, wenn du keine Ahnung hast. Ich möchte das nicht laut aussprechen. Okay, es hat Senti gebracht, das hat mir gereicht. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn hier ich R1 drücke und die Auflösung dieser Szene kommt. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.